Nach rund 2 Wochen und 24 Filmen von 5 Kontinenten im Wettbewerb biegen die Filmfestspiele von Cannes auf die Zielgerade ein. Am Samstag wird die Jury um Präsident Spike Lee den besten Beitrag mit der Goldenen Palme ehren. Doch wer sind die Favoriten der internationalen Journalisten? Unser Reporter Frédéric Ponsard hat sich in Cannes umgehört. Hamaguchis Film Drive My Car hat mich beeindruckt. Es war der beste Film, den ich von ihm bisher gesehen habe, auch wenn er mit 3 Stunden etwas lang ist. Auch Bergman Island von Mia Hansen-Love hat mich überzeugt. Die französische Regisseurin erzählt ihre Geschichte sehr einfühlsam. Sie ist als Regisseurin ja ohnehin international renommiert. Ihr Film hätte die Goldene Palme jedenfalls verdient. Bergman Island, eine Sommergeschichte in Skandinavien, die mit Stimmungen und der Aura eines Ortes spielt, auf den Spuren der Filmlegende Ingmar Bergman. Ob dieser Kinostreifen auch Jurypräsident Spike Lee in seinen Bann gezogen hat? Sorry. Spike Lee ist immer voller Überraschungen. Sein eigenes Werk ist voller Überraschungen. Er ist ein Mensch, der den Genrefilm versteht und etwas von Politik versteht. Sowas suchen wir natürlich. Ich denke, Catherine Corsinis La Fracture hat eine große Chance. Vielleicht nicht auf eine Goldene Palme, aber auf einen Preis. Wir haben nur 4 Filme von Frauen, aber sie waren alle großartig. Dann kann man sagen, dass die Frauen wirklich an der Spitze sind. Casablanca Beats könnte eine Chance haben. Ein politischer und sozialer Film, der die Probleme dieses Landes anspricht. Einer muslimischen Gesellschaft in Marokko. Der Film dreht sich um viele Kontroversen, wie das Tragen des Schleiers, der Musik und Frauen, die singen. Casablanca Beats ist so ein Film, der die Jury überzeugt haben könnte. Eine Erzählung aus der Vorstadt mit neuen Facetten, die auf Klischees verzichtet und Probleme der Moderne direkt aufgreift. Es gibt in diesem Jahr keine großen Favoriten, aber viele Filme, die die Goldene Palme für sich beanspruchen könnten. Und wir können darauf vertrauen, dass Spike Lee und seine überwiegend weibliche Jury uns überraschen werden. Am Samstag werden wir es erfahren.